all die Zeit habe ich mich nicht spoilern lassen. Und jetzt sehe ich's. Minecraft 1.19. Okay, erstmal auf Challenge. Oh mein Gott. Ich spiele zum allerersten Mal die 1.19. Ich bin so gehypt. Mein Gott. Komm, 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 komm. Warum habe ich 10 FPS? Oh, oh. Oh nee, natürlich so ein Spawn, wo tausende Chunks geladen sind, damit ich natürlich wenig FPS habe. Damit ich meine Sichtweite noch tiefer runterstellen muss, als sie schon ist. Schön. Okay, jetzt passt. Wo? Also, ich habe noch gar nicht die 1.19 gespielt. Ich habe mich ein bisschen geschaut, was. Also, ich habe ein bisschen auf YouTube geschaut. Aber so krass gespoilert habe ich mich nicht. Ich weiß jetzt halt nicht. Was der Warden droppt da worden was? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob die was reingemacht haben. Ob jetzt die Glühwürmchen doch drin sind, weiß ich nicht. Ich bin. Also, neue Minecraft-Version, keine Mods und so, das ist mal was ganz anderes. Keine Plugins. Ja. Nicht zoomen, also das ist. Okay, ich will mal schauen. Ich will mir so ein Chest Minecraft machen, bevor ich irgendwas anderes mache. So ein Chest. Okay. So ein Chest. Oh. Natürlich, bevor ich mir irgendwas Gescheites kaufe, kaufe ich erstmal so einen Schrott. Also. Alter, sowas habe ich noch nie mit eigenen Augen in Minecraft gesehen. Kann ich es benutzen? Oha. Okay. Das ist schon mal geil. Jetzt darf ich wieder. Also, wie schon gesagt, ich habe mich gar nicht spoilern lassen. Ich weiß fast gar nichts. Das fühlt sich so doof an, wenn man irgendwie gar nichts aus Minecraft weiß. In meiner Position. Also, ne? Ah, die wissen noch gar nicht. Na doch. Also, es ist jetzt wirklich komisch, dieses Gefühl. Oh, dieses Gefühl kann sein, weil ich krank bin. Naja, kann alles sein. Und ja, ich bin krank und mache trotzdem Videos. Wo ich rede, auch wenn ich Halsschmerzen habe und gar nicht gut reden kann. Wo meine Stimme sich anhört wie. Eine Ziege. Also, ich kann mir nicht in Erinnerung setzen, dass so viele Fische auf einmal gespawnt sind. In der Java. Also, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist ein gutes erstes Nahrungsmittel, muss ich ehrlich zugeben. Und ich bin zu blöd, um diesen. Hätte ich doch eher mehr Minecraft in letzter Zeit wieder gespielt. Es fühlt sich auch ganz anders an zu spielen. Aber es kann auch liegen, weil ich kein Optifine habe. Also, es ist voll komisch heute. Kaum zu glauben, dass ich einmal ohne Optifine habe und dass ich dann so einen FPS-Drop habe, nur weil ich so eine richtig riesen Welt spiele. Also, ne, das ist doch mal was ganz anderes. Und dass es jetzt sowas gibt, das muss ich mir auch noch erstmal angewöhnen. Also, sieht zwar schon geil aus, dieses Modell, finde ich. Und ich kann mir so auch zugreifen. Ich weiß gar nicht mal, was ich hier mache. Ich versuche einfach Minecraft zu spielen, aber ich spiele wieder größte Noob. Meine Idee ist es jetzt erstmal, vielleicht hier ein bisschen über den Würfer zu schwibbeln, oder? Ist es ein Würfer? Würfer. In den Tiger Forest. Ein Ozean ist jetzt hier. Oh, okay. Wir könnten ja angeln. Ja, und angeblich soll man, wenn man jetzt hat 1.19 ein Boot jetzt hat oder irgendwas ein Item droppt, also so ein Ding, wo so eine Kiste wie ein Hopper-Minecart oder irgendein Minecart mit Chest, dass es dann die nicht Hopper und Minecart droppt, sondern bei alles auf einmal, so das ganze Item, wie man es gecraftet hat und das stimmt. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe, aber ich könnte mal was zum Essen vertragen.
Also, ich würde es am liebsten Shader machen und euch das präsentieren, mit, so mit Shader und so an diesem wunderschönen Strand so. So am Strand und mit diesem schönen Meer und der Sonne, die so drauf leuchtet. Oder zum Sonnenuntergang wechselt, aber naja. Also, solltet ihr mehr über das Update vielleicht mal wissen, schreibt mal ein bisschen in die Kommentare, mich würde es wirklich interessieren. Ich will zoomen. Mann, das geht ja nicht. Ich würde sagen, wir kloppen erstmal wieder alle Fackeln weg. Hey, haben wir alle? Ja. Okay, kann ich das hier alles abbauen? Und dann könnte ich wieder unser Boot platzieren und alles, was wir nicht brauchen, in unser Boot tun. Ja. Ich nehme mit Feder, vielleicht für irgendwas. Jetzt zack, 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 zack. Essen würde ich vorübergehend auch mal reintun. So. Oh Mann. Nicht zoomen. Also, es könnte sein, dass es nicht wirklich schön ist. Ich würde mal sagen, ich lasse unser Boot mal hier. Da hinten ist ein Schaf. Umzingelt von Zombies. Und ich will es unbedingt haben. Sorry. Noch mehr Schafe. Warte mal, warum sind hier so viele Schafe? Also, dieses Schafspawning in dieser Version ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Leute, die Nacht ist vorbei und ich habe mein Bett endlich gecraftet. Warum habe ich so lange gebraucht, mein Bett zu craften? Es wäre doch früher besser gewesen, hätte ich es früher gemacht. Machen. Aber egal, ich brate jetzt hier ein bisschen noch durch. Ich muss mir dieser Steuerung auf jeden Fall noch gewöhnen. Oder haben wir auch unser meistes Essen schon mal? Wir hatten die heute noch gar kein Essensproblem. Also ich glaube, Minecraft 1.19 ist meine Lieblingsversion. Okay, Leute, kurzer Zwischenstopp. Ich habe jetzt inzwischen hier schon ein bisschen Kelp gefarmt, um mehr zu verbraten. Weil ich habe eine Idee, dass wir mit einer Kelpfarm bauen, eine kleine, also per Hand. Und dass wir dann dort Kelpblöcke zum Braten benutzen, weil die funktionieren ultra gut. Und die sind, glaube ich, besser als Kohle. Und da können wir auf jeden Fall der Umwelt was zu Guten tun. Also größtenteils auch für uns, weil da können wir mehr Fackeln machen, damit wir mehr ausleuchten können. Okay, Leute, ich habe so eine kleine Idee. Wir bauen so ein kleines Experiment. Wir machen bei den einen Ofen Kohle rein und bei den anderen Dirt Kelp. Aber wir tun jetzt hier eins der Kelp bei jedem rein. Und bei der wird 8 braten. Aber ich sehe, wie ein Kelp-Block machen wird. Also wie viel ein Kelp-Block braten wird. Leute, die Öfen sind fertig. Und der hat 8 gebraten, das weiß ich. Und der bratet 20. Das ist mehr als das Doppelte. Und es ist sehr, sehr gut sogar. Weil da können wir einfach viel mehr sparen. Und müssen dafür nur Kelp fahren. Ist voll gut. Da haben wir genug Brennstoff und Level auch. Also was Besseres habe ich noch nie gemacht. Und Leute, nur zum Vermerk, ich werde von diesem Projekt 3 Folgen machen, damit wir ein bisschen in die 1.19 reinkommen. Und dann können wir einfach ganz normal mit dem Content weitermachen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil dann haben wir ein bisschen von der 1.19 Schule erlebt. Und dann wissen wir alles, was Content alles da so mit Survival existiert. Und sorry, dass ich jetzt keine Ahnung, wie oft ich mein Mikrofon geschlagen habe. Und ich würde sagen, wir kosten uns jetzt seit den letzten Minuten die Kelpblöcke. Und wir haben einfach 63 Minuten. Ich habe schon das ganze Zeug zusammengepackt, damit wir woanders hin können. Aber Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, wenn es nicht geschehen und tschüss. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs.